immer wichtig ist, dass man den reinschmeißt. Da ist er. Hallo, heute wieder aus meiner Küche. Ich wollte nämlich den Crockpot austesten und jetzt zeige ich euch, was ich heute mache. Ich habe mir meine Zutaten schon alle hergerichtet und ich zeige euch jetzt meine Version vom Koriander-Limetten-Hühnchen, das überhaupt keins mehr ist. Aber vielleicht schmeckt es euch und ich hoffe, ich kann euch damit inspirieren, auch mal eure Rezepte abzuändern. Wenn es euch schmeckt, dann freue ich mich. Dann lasst mir bitte unten ein Bild davon und einen Kommentar. Los geht's! Das Originalrezept würde verlangen, es ist das englische Originalrezept. Ja, Lasi. Die kleine Maus darf ein bisschen Mais essen. Zumindest hat sie gerade angefangen, Mais zu essen. Und ein paar Bohnen. So, das Originalrezept verlangt nach Hühnerbrüsten, Saft von 2 Limetten, Cilantro ist Koriander. Moment. Zweites Mal probieren. Hühnerbrüste, Saft von 2 Limetten, dann der Koriander, Ich lasse ihn so original, weil ich möchte ihn nachher wieder rausnehmen. Nur damit die Soße einen guten Geschmack bekommt. Dann gefrorenen Mais. Ich nehme alle Zutaten frisch, beziehungsweise den Mais und die Bohnen nehme ich aus der Dose. Ein halber roter Zwiebel, den habe ich auch schon. Und ja, Mais und Bohnen habe ich genommen. Ich werde gerade geschubst. Und Kümmel soll das sein. Kreuzkümmel ist es eigentlich, aber ich habe jetzt nur Kümmel da, deswegen nehme ich normalen Kümmel. Und Salz und Pfeffer. Moment. Ich nehme mal die Maus rauf. Vielleicht geht es dann besser. So. Ich zeige euch jetzt meine Version davon. Die Zutaten hier sind klar. Da wäre einmal der Koriander, eine Zitrone. Ich habe nämlich keine Zitrone, keine Limetten da. Das ist völlig egal. Man kann auch improvisieren. Roter Zwiebel und Knoblauch. Und eine halbe Dose Mais und eine ganze Dose mit roten Bohnen. Kidneybohnen sind das, glaube ich. Dann, was definitiv nicht im Rezept steht, ist unser Sauerrahm, Salz, Pfeffer und Kümmel, ist eh klar. Und der große Unterschied für den Crockpot, man muss es nicht anbraten, aber ich mag es gerne angebraten. Das sind 4 Händelbrüste und die habe ich mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und ein bisschen Kümmelpulver angebraten und nehme den Saft da drin auch noch dazu. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das alles zusammenschmeiße und wie es am Ende aussieht, hoffentlich. Gut, ich versuche alles mit einer Hand, weil Mäuschen möchte nicht mehr runter. Und ich schmeiße jetzt alles zusammen. Lass das mal. Ich lasse das jetzt einfach hier reinrieseln. Den Saft und die Hähnchen. Den guten Saft sollte man nicht verschwenden. Wie soll ich das mit einer Hand machen, Mausi? Wie soll ich das mit einer Hand machen? So, dann die Zwiebeln. Die Idee davon habe ich von einer lieben YouTube-Kollegin aus Amerika, die ich mir sehr gerne anschaue, und zwar She's in Her Apron. Und sie macht das als Freezer Meal. So, und den Rest von der Zitrone übrigens gebe ich in ein Glasgefäß oder ein mikrowellensicheres Gefäß und mit Wasser und schmeiße das in die Mikro für 5 Minuten. Dann reinigt sich die Mikrowelle mehr oder weniger selber und man kann sie super auswischen. So, jetzt noch
Die Salz, Pfeffer. Ich muss dich kurz runtergeben, Schatzi. Ja? Ja. So, Pfeffer. Salz. Kümmel. Gut, und jetzt das, was nicht im Ding steht, ist, ich möchte das eher cremig und gebunden und gebe einen 2 Dosen Sarah und eine Dose und eine Dose Wasser. Sehr hübsch. Und jetzt rühre ich das Ganze nochmal um, dass sich das schön verteilt. So. Mit meinem Crockpot hoffe ich einfach, dass wir mehr Zeit gewinnen als Familie und dass ich es morgens hineinschmeißen kann und abends was Warmes am Tisch steht, das gesund ist und uns möglichst wenig Zeit gekostet hat. So, ich habe jetzt schon mal alles hineingeworfen und jetzt werden wir schauen, wie das funktioniert. Ich hoffe, das macht jetzt das, was ich meine. Wenn wir in 4 Stunden kein warmes Essen haben, dann habe ich es versaut. Muss mal schauen, was mein Kind macht. Bis gleich. So, ich glaube, ich war noch niemals so schnell fertig mit dem Küche sauber machen. Noch nie. Obwohl ich angebraten habe. Voll cool. Moment. Monster kommt. Man sieht ihn. Alles gut. So, ich war noch wirklich noch nie so schnell fertig mit dem Saubermachen von der Küche. Das ist alleine, das macht schon so viel aus. Und ich brauche mich jetzt die nächsten 3 Stunden nicht mehr drum kümmern. So wie beim Brotbackautomaten. Also wenn das Essen gut schmeckt, wird mich nichts mehr davon abhalten, 5 Milliarden Crockpot-Rezepte auszutesten. Sicher nicht. Und ja, wirklich das kleinste Übel an dem Ganzen war das Anbraten vom Fleisch. Das stört mich überhaupt nicht, weil ich mag auch den Geschmack. Ich mag es nicht nur kochen, ich mag nicht nur gekochtes Hühnerfleisch. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt auf der Kamera 12 Minuten laufen gehabt. 12 Minuten? Ich habe 12 Minuten für das, dass es das erste Mal war, gebraucht und davon waren 3 Minuten wahrscheinlich nur das Problem, dass ich nicht wusste, dass es von alleine startet, wenn man drauf drückt. Und es läuft jetzt 3 Stunden 54 Minuten, die Jungs sind schwimmen, ich bleibe mit Hannah da und werde schauen, dass sie jetzt nochmal schläft und dann haben wir es geschafft. Und heute Abend brauchen wir nur Reis oder Nudeln machen und dann haben wir hoffentlich gutes Essen. Ich werde es euch auf jeden Fall sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel anders schmeckt, als wenn ich es mit der Pfanne mache. Ich glaube einfach, dass die Zutaten intensiver schmecken. Übrigens, Entschuldigung für meine Haare. Aber so ist das Leben einer Mami. Und ja, die Nächte sind super, super mies. Sie hat gerade angefangen zu laufen. Was super ist, aber anscheinend jetzt auch einfach für sie viel zu stressig ist. Und jetzt schläft sie abends zwar schnell ein, also das passt schon. Sie schläft gut ein, aber sie wacht nach spätestens 1 Stunde das erste Mal wieder auf. Und ja. Uncool. Das war's auch schon. Und ich werde euch dann gleich zeigen, wie das Essen am Ende aussieht. Also bis später. Mmh, lecker.
Das wird alles so zart.